Ausstehen. So, ich bin immer noch eingeteilt zum Kinderdienst. Jetzt gehen wir Enten füttern. Aber es ist wahrscheinlich wirklich aus. Also das glaube ich. Na? Na, wurde es erkannt? Ist doch starr. Schwer krank, aber schaukeln. Komm mal, Jane. Zurück aus der Kälte. Wann kommen denn die Kinder heute? Harz-Reportage, ich fasse es nicht, ich mache das Telefon an, es ist wieder eine Harz-Reportage. Ja. Harz, wieso Harz? Wieso Harz? Informierst du dich oder was? Nein. Na, was soll denn das dann? Gestern habe ich über Chinas Einkindpolitik einen interessanten Dokument. Ja, kenne ich schon. Harz. Es ist aber nicht dein Ernst mit dem Harz. Ich wollte mir das jetzt gerade angucken. Wir gucken uns zusammen an. Es ist so traurig, die Musik schon alleine. Oh, es ist so traurig. Mitte Mai. Hat Mathe bei Rektor Christoph Grafweg in der Abschlussklasse. Thema Wohnen mit Hartz IV. Ich hab Mathe, Thema Wohnen mit Hartz IV. Nicht mehr als 306 Euro und 77 Cent. Leute, neuer Einstieg. Ich möchte mit euch darüber sprechen, wie man Gespräche mit dem Vater führen kann. Das wisst du jetzt schon. Haben die gesagt? Nur mitgucken. Willst du auch gucken? Na, hast du Roller. Ach so. Ich halte es für unehrlich, den Schülerinnen und Schülern gegenüber, wenn ich noch umsetze, die vielleicht in Arbeit kommt. Und die Perspektive, die ich sehe, ist als wir ein Leben ohne Arbeit. Und darauf müssen die vorbereitet werden mit diesen ganz besonderen Inhalten. Wie kann denn das sein? Dass meine Schüler schon sagt, du kriegst keine Arbeit, du wirst Hartz-IV-Empfänger. Wie kann das nicht sein? Wie kann denn sowas sein, dass die vorbereiteten Schüler vorbereitet werden auf Hartz-IV? Jasmin hat ihre Lehrerin beleidigt, sich mit ihren Klassenkameraden geprügelt. Dafür wurde sie zu 50 Sozialstunden verurteilt. Die hat sie nicht gemacht. Die Konsequenz, 2 Wochen Mädchenarrest. Um 7:30 steht Jasmin auf, dann duschen. Die Zelle putzen. Gibt es am Mittag ein Essen, dann gehen wir auf Zelle, dann ist die andere Gruppe dran und dann gehen wir eine Stunde auf die Zelle. Wie war es bisher so für dich hier? Nicht gut. Okay, fehlen, aber. Weil ich hier den ganzen Tag auf Zelle und wir müssen alle zusammen duschen. Heftig. Kein Handy, keine Zigaretten. Keine Stifte. Kein Handy als erstes. Ich hab meine Mama auch schon geschrieben. Kennst du die auch? Mhm.
Aber da sieht man was schon. Da läuft da Musik. Wo es hakt, ne? Cool. Habt ihr das vorher gedacht? Von den Eltern. Wieso? Die Eltern melden sich bei dir nicht. Weg Uni. Wenn sie so abschützt, dann lässt man sie doch fallen, die Kinder. Naja. Ja, aber schon, das ist bestimmt schon vorher mal aufmachen. Lauras Mutter arbeitet in einer Reinigungsfirma. Okay. Eine Ausbildung hat sie nicht. Du bist doch ein Mann, das musst du aushalten. Kann ich nicht meine Nägel? Voll die Ghetto-Laura. Sie kann nicht helfen, weil wegen ihren Nägeln. Ein Mann ist ein Gramm abnehmen, schadet dir nicht. Du sitzt die ganze Zeit auf meinem Bein. Bricht bald ab. Machst du mal da weg? Die geht ja nicht. Ich bin zu dick. Wie kann man denn so. Ist doch gekauft für die Kamera, oder? Das ist WDR. Wie, das ist WDR. Das produziert doch eine freie Firma. Was interessiert denn die Jugendlichen? Ist mal total interessant. Aber was interessiert Jugendliche? Was hat? Ja, das ist total erstaunlich. Findet sie das gut? Nein. Total nicht. Nee, erst mal. Das ist gar nicht. Das kann ich auch nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt. Zum Unterricht zu machen. Sollen wir jetzt zur Schule gehen? Wir lernen doch jetzt, wie man dann mit Hartz IV zurechtkommt. Mhm. Dann sind wir doch Hartz IV. Wie kann man denn sowas lernen? Ich dachte erst mal, die machen. Die haben ein Buch das gemalt. In der Hartz-IV-Runde. Ich dachte, die haben das gemalt, um zu zeigen, wie klein das dann ist, was man zur Verfügung hat. Ne? Ja, das heißt, wie man optimal einrichtet, ja, oder was? Ja, genau. Und dann immer auch, das passt schon, ne? Ich dachte, hä? Das war. Überhaupt keine. So ein Gefängnis. Das ist, als würdest du eine Generation wegschmeißen. Ich verpasse dich. Andreas Eltern. Karl Ostermeier hat lange schon keine Arbeit mehr. Er pflegt seit 4 Monaten seine Verlobte. Sie hat Lungenkrebs. Und er raucht neben ihr. Das ist echt der Hammer, ey. Um Gottes Willen, ist das schlimm, ey. 200 Euro im Monat kosten allein die Pflegemittel. Viel Geld, wenn die ganze Familie von 1.200 Euro Hartz IV lebt. Hat vier, fein. Andrea wird eine gute Freundin verlieren. Sehr gut. Wenn Sie Andrea mal richtig verwöhnen wollen, was machen Sie denn? Stell ihr Zigaretten vor. Sie muss rauchen, hat du sie spricht, sie verstehen muss. Um 2 Uhr ist die Schule aus. Andreas Freundin Nadine kommt heute mit. Andrea hat ihrem Vater immer noch nicht erzählt, dass es mit ihr Stelle als Verkäuferin nicht geklappt hat. Oh Gott, das ist schön. Oh Gott, das ist schlimm, oder? Aber mit den Kindern rauchen die. Die sind nicht todkrank. Und guckst du dir sowas an? Er wusste doch nicht. Das ist ja schlimm, dass in Deutschland das schon so, dass die das so händeln, dass die Kinder im Unterrichtsfach, wie lebe ich mit Hartz IV? Oder wie lebe ich gut mit Hartz IV? Wenn man es wenigstens nennen würde, wie lebe ich nicht mit Hartz IV? Was tue ich denn das? Zu vermeiden, ja. Unglaublich, auf alle Fälle. Ja, deine Mami, und nochmal, ich sage tschüss für heute. Es war ein sehr ereignisloser Tag. Nachher, wenn meine Kinder nach Hause kommen, die waren nämlich jetzt die Woche bei Oma, dann wird es wieder stressig werden und laut hier in der Wohnung.
Ich genieße jetzt die Zeit, solange wie es noch ruhig ist, werde die Sachen jetzt schon zusammenschneiden und habe nachher vielleicht ein bisschen Zeit. Ein bisschen Zeit für meine Kinder. Wenn ihr Bock habt, seid ihr jetzt gleich mit live dabei. Müssen wir mal schauen, wie lange das geht. Also ansonsten bis dann, bis morgen. Wir sehen uns. Ciao.